Schon gut, schon gut. Ja. Oho. Unbedingt. Ich kümmere mich darum. Da ist sie. Ich werde mit ihr reden. Und ihr gebt mir Rückendeckung, in Ordnung? Ihr seid ihr offensichtlich noch nicht begegnet. Findet heraus, wie sehr sie den alten Orgren vermisst oder wen ich für sie erschlagen soll. Dann gehe ich zu ihr und sie wird hin und weg sein. So bin ich, der Charme in Person. Was kann ich euch bringen? Sagt bitte nicht Med, der ist uns vor einer Woche ausgegangen. Und sagt auch nicht Rum, der ist uns vorgestern ausgegangen. Und sagt auf keinen Fall Branntwein. Oh, überhaupt nicht. Er ist nur einfach widerlich. Wir haben ihn von einem zwielichtigen orlesianischen Händler und ich denke, er ist eher Terpentin. Fancy, die Tische müssen abgewischt werden, Fräulein. Ich habe hier einen Gast. Tut mir leid, aber ich habe kein Interesse an Frauen. Uah, musstet ihr den Namen erwähnen? Ich habe gerade gegessen. So könnte man das ausdrücken. Man könnte aber auch sagen, dass ich eher einen tiefen Lauerer auf den Mund küssen würde, als Orgren nochmal wiederzusehen. Was vorgefallen ist? Fragt ihr das ernsthaft? Ich dachte, ihr kennt Orgren. Er hat sich betrunken, noch mehr als üblich. Dann hat er seine Hose ausgezogen und einen Nacktbraten zum Zweikampf herausgefordert. Auf der Beerdigung meines Vaters. Er hat übrigens verloren. Der Braten hat ihn in den Schwitzkasten genommen und Orgren saß eine halbe Stunde heulend da, bevor ihn jemand von dem Ding befreit hat. Es war ein verdammt guter Braten. Felsi! Was in Andrastes Namen tust du denn? Die Tische warten, Fräulein! Ja, ja! Ich muss zurück an die Arbeit. Also, was hat sie gesagt? Der Kampf war manipuliert. Aber die Wachen meinten, das wäre es nicht wert, Anklage zu erheben. Sie hat also keinen Grund, wütend auf mich zu sein. Hat sie sonst noch etwas gesagt? Ich wusste es. Wenn man Orgren kennt, ist irgendein Händlerbursche einfach nicht genug. Befreit mich einfach von ihr, wenn sie sich auf mich stürzt. Wir wollen hier ja keine Szene machen. Lasst euch damit vielleicht doch ein wenig Zeit. Eine kleine Szene kann ja nicht schaden. Bist du sicher, dass du keine Metzgerin bist? Du hast nämlich zwei verdammt appetitliche Keulen. Sieh mal einer an, wen die Nack hier reingeschleift hat. Ich hätte schon am Gestank erkennen müssen, dass du in der Gegend bist. Was machst du hier? Ich versuche nur bei einem Krug Bier ein wenig auszuspannen. Der Kampf gegen die Dunkle Brut ist verdammt harte Arbeit, musst du wissen. Du kämpfst gegen die Dunkle Brut? Das war natürlich nicht ganz leicht, aber es war ein persönlicher Gefallen für den König von Orsamar, wenn du verstehst. Dir steht die ganze Oberfläche offen und du kommst ausgerechnet in meine Taverne? Was? Oh, natürlich. Das ist Schicksal, Felsi, was soll ich sagen? Schicksal? Dann haben die Ahnen einen seltsamen Sinn für Humor.
Natürlich haben sie den. Hast du dir mal Lady Helmy angesehen? Wenn ihr Gesicht nicht ein schlechter Witz der Ahnen ist, dann bin ich der Arsch eines Bronto. Nun, dann muss Lady Helmy ja ein Paragon der Schönheit sein. Ich musste ständig an dich denken, Filzi. Was willst du, Ogren? Nichts. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Und vielleicht ein wenig den Bronto schmieren, wenn du verstehst, was ich meine. Schön, jetzt hast du mich gesehen. Und wegen des Brontos musst du wohl zurück nach Orsamar. Oh, braucht die Königin einen neuen Hofnarren? Also gut, Filzi. Es hat Spaß gemacht, aber ich sollte jetzt gehen. Ihr geht schon? Oh, Gran, du bist gerade erst angekommen. Ich hab dich noch gar nicht als Schachtratte beschimpft. Ich darf den Erzdämon nicht warten lassen. Wenn wir seine Gefühle verletzen, bläst er vielleicht diese ganze Verderbnis ab und geht nach Hause. Und das will doch keiner. Aber du musst ihn doch nicht jetzt sofort bekämpfen, oder? Für einen Krug ist doch noch Zeit. Du könntest mich einen mürrischen Bronto nennen und ich könnte dir sagen, dass du wie Nacktdreck stinkst. Hör zu, ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Aber wenn alles geregelt ist, komme ich auf einen ordentlichen Schluck zurück, du frigider Tiefenlauerer. Schön, aber wehe, du lässt mich warten, du wertloser, verkupferter Schwertkastling. Das würde ich mir nie erlauben. Guten Tag. Hey, ich kann es immer noch. Habt ihr nicht zugesehen? Sie konnte sich kaum noch zurückhalten. Also kann ich mich ruhig ein wenig ausruhen, solange ich noch die Gelegenheit dazu habe. Können wir gehen? Ei, also gut. Ihr seid wach. Habt ihr es auch gespürt? Es war, als hätte der Erzdämon uns gesehen. Gesehen! Was bedeutet das? Ich glaube... Moment. Habt ihr das gehört? So wie Duncan gesagt hat. Wir können sie spüren und sie spüren uns. Wir sollten von nun an noch vorsichtiger sein. Dieses Lager ist nicht mehr sicher. Was schicken Sie als nächstes? Steuereintreiber der dunklen Brut? Wir sollten Befestigungsanlagen um das Lager herum errichten. Hier hat man nicht mal eine verdammte Nachtruhe. Wie nervtötend. Was? Keine Falle? Kein Hinterhalt? Was sind das denn für Meuchelmörder? Es ist erledigt. Wir sollten weiter. Schon gut, schon gut. Ihr habt gerufen? Schon wieder? Ich bin bereit.
Arbeit, Arbeit, Arbeit! Aber selbstverständlich. Ja. Ja. Unbedingt.